Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Livestream für heute Abend. Das erste Mal an einem Samstag und wird auch jetzt jeden Samstag stattfinden für 3 Stunden. Und wir werden immer ungefähr auf der halben Strecke eine 10-Minuten-Pause machen, damit ich auch mal bei mir in meiner kleinen Kammer lüften kann. Das heißt, wir werden so um 19:20 Uhr rum halt einfach mal bis 19:30 Uhr. Gut, also ich werde ein Päuschen machen, ihr werdet dann so ein kleines Pausenbildschirmchen sehen und dann könnt ihr auf Klo gehen oder eure Snacks nachholen etc. Ja, und hallo Servox, freue mich, dass du die Info bekommen hast. Legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ihr seht es komplett hier, ne? Alles super neu. Ich habe keine Skizze irgendwie heimlich vorbereitet oder ähnliches. Wir werden einfach... Alles klar. Ja, wenn dir in der 10 Minuten zum Einkaufen reichen, dann hau rein. Okay, ich habe mir gedacht, wir machen einfach nochmal eine kleine, in Anführungsstrichen, Fantasy-ische. Diesmal eine Art, ich nenne es mal Waldgeist. Und ich fange einfach mal an. Wie gesagt, es ist komplett hier von null auf. Das heißt, ihr kriegt einmal mit. Die Skizzen sind wirklich von mir. Es gibt ja manchmal gerne Überlegungen oder so, wenn man halt sowas nicht sieht, dass die Person das vielleicht doch nicht selber gezeichnet hat oder so. Gut, hat man mir persönlich jetzt bisher noch nicht vorgeworfen, aber naja. Deswegen, wir machen einfach mal hier schon mal das grobe Köpfchen. Wie man sieht, das wird natürlich bei mir dann auch wieder ein weiblicher Charakter, weil halt Ische. Eine Ische ist doch eher selten des anderen Geschlechts, aber gut, kann man auch machen. So, mal kurz überlegen. Doch, wollte ich da haben. Was natürlich hier diese Waldische ein bisschen auszeichnen wird, sind ein paar Kleinigkeiten und zwar nicht unbedingt die Ohren. Ah, die Rolltreppen direkt runter und los geht's. Ja dann. Was kannst du denn da alles so einkaufen? Also Lebensmittel oder Klamotten? Schnickschnack. Zeichnen wir hier schon mal ein bisschen die Augenbrauen rein. Das ist natürlich alles jetzt nur erstmal eine Skizze. Das ist mir zu ernst, der Blick. Das ist mir jetzt schon viel zu ernst. Oh. So. Ja, das passt schon besser. Ja, genau, die Augenbrauen. Da hatten wir ja letztens Unterhaltung. So. Kommt hier ungefähr das Näslein hin. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Mund soll nachher so ein bisschen offen sein. Aber das nur ein bisschen. Nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Mal gucken. Ich wollte jetzt hier nicht diese Standardöffnung haben. Also hier nicht dieses hier so, von wegen hier sind die schönen Zähnchen oder sowas. Mal gucken. Ja, vielleicht kommt das noch mit der Zeit. So. Und dann wollen wir mal hier weitermachen. Die Äugleins. Ich mag es persönlich immer gerne, die Augen so halb zuzuzeichnen. Nicht, weil das die Hälfte von Arbeit erspart, eigentlich im Gegenteil, ist immer ein bisschen schwieriger. Sondern einfach, weil es manchmal so ein bisschen verträumter aussieht. Echt, du hast da so viele Sachen? Bist du in so einer, wie hießen die?
In so einer Mall oder? Oh, ist die Musik gar nicht an. Moment, Moment, Moment. Das können wir hier. Zack. Danke für den Hinweis. Die läuft hier die ganze Zeit auf meinen Ohren. Ich wollte euch jetzt hier nicht vorenthalten. Ganz vergessen, das Häkchen reinzusetzen. Aber jetzt habt ihr Musik. Ist natürlich immer noch dieselbe wie beim letzten Mal. Jetzt werde ich mal gucken, wie ich gleich das mit den Augen mache. Ja, so. Ja, so, ja. Ich glaube, ich habe mich gerade umentschieden. Ich mache meinen Mund mal ein bisschen freundlicher. Damit sie jetzt hier nicht so leere Augen hat, müssen wir ja noch ein paar Äugchen geben. Das wäre dann. Machen wir es mal. Kriegt auch diesmal keine Dämonenschlitzchen. Machen wir es so ungefähr. Drei Etagen? Eieiei. Aber ich war schon ewig nicht mehr in so einem riesigen Einkaufscenter. Mein Einkaufscenter ist meistens so ein Online-Lieferservice deines Vertrauens. Warum ich dann doch jetzt eher nicht näher eingehen. So. Wie gesagt, die Öhrchen sind jetzt eher so unspektakulär. Das sind so diese relativ 0815 Öhrchen, die man halt so kennt. Wie gesagt, erstmal alles auch nur so eine Grobskizzierung. So. Was man immer machen sollte, was ich selber auch mal wieder vergesse, ist hier einmal. Und dann kann man auch mal sehen, hier passt das mit der Rundung noch nicht so. Und das sollte man noch mal möglichst noch in diesem Skizzierstadium machen, damit man da entsprechend frühzeitig auch dazwischen gehen kann. Für die, die traditionell zeichnen, wäre es dann natürlich möglichst mit einem Spiegel. Ja, Elfenohren ist immer so ein Ding für sich, ja. Keine Sorge, es werden nicht so eine buschigen Augenbrauen, wie gesagt, also nur eine Skizze. So, ich denke mal, dann wären wir da schon mal fertig und dann machen wir hier damit sie nicht ganz so körperlos ist. Ja, ein bisschen schade. Ich denke aber mal, das geht so. Switch mal wieder zurück. Ich hoffe, es wird keiner seekrank bei meinen Sachen hier mit dem ganzen Rumgeswitch etc. Das bin nun mal ich mit meinem komischen Rumgeflirre. Jetzt möchte ich das aber einmal mal wegmachen. Das würde mich jetzt doch ein bisschen stören. Was geben wir denn da schon mal für eine Frisur? Ich dachte an so ein bisschen dieses klassische, ich habe einen perfekten Pony. Ich hatte sowas auch mal als Frisur gehabt, das war in der Ausbildung noch. Und ich fand es scheiße, weil der Wind jedes Mal eine riesige Schneise hinterlassen hat. Immer wenn ich auf der Arbeit dann angekommen bin, dann
war das ganze tolle Haarspray einfach gefühlt weg. Und ich saß dann mit so einer komischen Sturmhaube da irgendwo rum. War schon so ein bisschen enttäuschend. Beim Manga sitzt das ja immer perfekt und im Anime. Ja, wenn man das mal ein bisschen wegmacht, dann sieht man, dass der Pony ungefähr so aussieht. Und dann gehen wir hier nochmal mit so einem leichten, damit es ein bisschen lockerer ist. Da drin mit so einer kleinen Strähne. Ich glaube, wir machen hier auch nochmal ein Strähnchen rein. Direkt schon mit so einem Pärchen versehen. So. Der Schwung darf natürlich auch nicht verloren gehen von den Haaren. Und das gleiche natürlich dann auch hier. So eine Möchtegern-Symmetrie. Ist ein bisschen windig. Aber den Pony stört's nicht. So. Wie gesagt, auch hier immer, also mache ich mal gerne alles so in einzelnen Layern, damit ich halt auch mal gucken kann, ja, wie sieht das aus. Und wenn ich was verändern will, muss ich nicht irgendwie alles wegradieren. Auch bei der Skizze. Okay. Dann wollte ich. Lass mich mal kurz überlegen. Es soll jetzt kein asiatischer Waldgeist sein, also kriegt jetzt hier nicht so eine Bömmels, die man ja von diversen Sachen kennt. Sondern Waldgeister kamen ja doch eher gerne auch in unseren Regionen vor. Ein bisschen zu glatt sein, dann müssen wir ein bisschen mehr Volumen reinknallen. Andere tropieren sich die Haare, ich mache einfach ein paar dickere Striche drauf. So. Und dann kommt noch was dazu, was jetzt hier eigentlich gar nicht reinpassen würde. Mal gucken, machen wir das einmal ein bisschen kleiner. So. Ist okay, vielleicht da. Dann kommt mir jetzt so ein bisschen noch das schon rein, was ja diesen Waldgeist ausmachen soll. Ja, das habe ich früher auch gemacht, alles mal auf einer Ebene. Und dann saß ich da so, Mist, ich wollte jetzt dann doch andere Klamotten ausprobieren. Und dann habe ich immer doch mehr wegradieren müssen, als ich wollte. Also mindestens das Grundgerüst. Also jetzt zum Beispiel, ja, das hier ist ja schon ein Grundgerüst. Das ist auf einem Layer, das ist ja der erste hier. Danach die Haare, weil wenn ich sage, okay, die Frisur gefällt mir nicht, dann muss ich nicht irgendwie Gefahr laufen, dass ich die Augenbrauen mit wegradiere. Oder irgendwie versehentlich, wenn ich hier so eine Strähne hier rein übers Auge gezogen habe, dass ich das Auge noch mit wegmachen muss oder so. Das kann man natürlich dann auch wieder gucken, dass man es wirklich für jedes einzelne Item macht. Also zum Beispiel auch hier oben wieder nur oben die Deckhaare, dann auf dem nächsten Layer irgendwelche Strähnen und so weiter. Also da kann man sich ein bisschen... Zumindest beim digitalen behelfen, beim traditionellen geht es natürlich leider nicht. So, und zwar, diese Ische, die Madame, soll hier so ein paar Hörner kriegen. So ähnlich wie so ein Hirschgeweih. Weil halt Wald und so, ne? Und ich habe mal... Das ist allerdings auch Ewigkeiten her, das heißt, ich müsste es auch mal wieder wiederholen und neu skizzieren. So ein paar Hirschgeweih gezeichnet, sowohl von einem Elch als auch von, wie hießen die, Rothirsch und, wie hießen denn die anderen? Wapiti? Auf jeden Fall, es sollte auf Deutsch übersetzt heißen, weißer Hintern. Und das sind halt so eine Hirsch, der mal dann hier so... Weißen Podium extra hier so ein schwarze Umrandung noch und dann geht der Rumpf weiter.
Deswegen heißen die dann, also ich meine, es war Wapiti, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Schon jetzt ein paar Tage her, wo ich das mal besucht habe. So. Soll natürlich auch nur eine Anlehnung an solchen Hirschgeweihen sein. Das heißt, es kriegt ihr auf jeden Fall schon mal so vorgeplant ein paar. Wie nennt sich die Dinger nochmal? Wirbel. Ist dann auch so ein bisschen so ein Mix als aus so Ästen. Ja, weil auch ein Baumast ist ja nicht hier so pillegrade, ne? Sondern hat auch da immer irgendwo, wenn eine Knospe ist, so einen kleinen Knubbel, wo es halt rauswächst und da kommt dann das nächste Ästchen und so weiter. Ah, danke schön. Wie gesagt, das ist jetzt einfach auch nur so grob. Schon mal für nachher. Damit das auch ein bisschen schneller geht. Ja, das ist zu spitz. Das sind halt, wie gesagt, auch so kleine Details, die kommen dann später nochmal richtig gut rein. Aber ich mache das immer gerne, dass ich dann so damit mir auch einen kleinen Puffer verschaffe, wie ich darauf weiter vorangehen will. Weil dann kann ich jetzt in der Zeit überlegen, was mache ich denn noch? Wollen wir einmal kurz speichern. Mal kurz gucken, ja genau, da ist es gelandet. Nein, da nicht. Wo habe ich mein 20? Schon gar nicht hier drin. Dann machen wir hier einen neuen Ordner. Ach nee, heute ist ja schon der Februar. Hey. Guys, sure. So. Lass mal kurz gucken. Das Geweih dürfte eigentlich ziemlich ähnlich in die gleiche Richtung hier rausgehen. Das heißt, da ich rechts bin, habe ich natürlich jetzt ein Problem, weil ich die ganze Zeit meine mit der Hand das selber ein bisschen überdecke. Also gehen wir aber hier rüber. So, dann kann ich mir jetzt auch schauen. Eigentlich hier lang. So, und Hirsche haben selten, dass sie es immer wirklich punktgenau gleich haben auf beiden Seiten. Deswegen ein bisschen unterschiedlich darf es dadurch auch immer sein. Das ist auch das Schöne. Oder ein kleiner Tipp. Wenn ihr Sachen markiert und ihr wollt die halt bewegen, dann habt ihr hier dieses kleine Kreuz hier drin. Seht ihr das? Ja, doch, wächst, ne, es wächst nicht wirklich. Also hier dieses kleine Kreuz. Dieses kleine Kreuz bildet halt den Dreh- und Angelpunkt wortwörtlich für diese Transformierungsfunktion-Möglichkeit. Wenn ihr halt dieses kleine Kreuzchen dahin schiebt, wo ihr sagt, ja, da ist aber eigentlich der Winkel, wo es halt sich drehen soll, also wie ein Gelenk, dann seht ihr, könnt das hier entsprechend so anpassen. Dann braucht ihr nicht irgendwie hier, wenn ich das jetzt nochmal neu mache und dann überlegen sich, ja, jetzt muss ich so umschieben, jetzt muss ich aber da unten anpassen, ja, sondern könnt ihr wirklich direkt so hier anpassen, sagen, da lang soll es sich orientieren, also mitwinkeln, und dann könnt ihr das entsprechend ein bisschen einfacher für euch zurechtschieben. Jetzt gucke ich mal kurz in die andere Richtung. Das ist viel zu breit. Ein bisschen viel zu breit. So. Mal gucken, dass wir es wieder kleiner kriegen.
Ja, deswegen, ich dachte mir, so manche Sachen weiß man halt nicht unbedingt. Andere sicherlich schon, aber halt nicht jeder. Und warum nicht ab und an mal hier so eine kleine, ja, Info halt dann droppen? Das Ganze noch mal ein bisschen zentrieren. Nein, war es das? Moment, nur mal kurz. Ich habe manchmal meine Kurztasten dafür. Doch, das ist es. Mal kurz speichern. Und dann können wir weiter mit den Haaren machen. Habe vergessen, wie das geht. Englischen Hörner helfen. Das ist auf Englisch. Habe jetzt auch noch mal einen anderen Aufbau. Ich habe jetzt meine Tastatur rechts neben mir auf einem kleinen Rollregal rumfliegen. Zum Glück ist das Kabel lang genug. Na, mal gucken, was wir hier mit der Frisur so anstellen. Aus dem germanischen, keltischen Kulturen ist ja auch viel mit den geflochtenen Haaren oder gedrehten Haaren. Deswegen überlege ich gerade, ob man da in die Richtung noch mal gehen möchte. Nur dann halt vielleicht ein bisschen anders. Gerade so eine gedrehte Strähne reinzumalen. Meinst du jetzt so generell geflochtene Zöpfe oder einfach nur Zöpfe? Weil Zopf ist ja auch einfach so Haargummi. Interessant aussieht. Ja, geflochten sind wirklich mal so eine kleine Nummer für sich, das stimmt allerdings. Also mit der Zeit hat man ein Gefühl, wie man da so ein bisschen cheaten kann, dass es dann trotzdem gut aussieht, falls man mal wirklich durcheinander kommt. Ja, bei manchen Sachen schon. Also, manchmal ist Cheaten sogar wirklich Sinn der Sache, nennen wir es mal. Wobei man ja trotzdem erstmal mal die Grundregeln kennen muss, um danach cheaten zu können. Also, das heißt immer gerne von wegen her, man sollte die Regeln brechen, aber damit man sie wirklich effektiv oder auch glaubhaft brechen kann, muss man sie erstmal beherrschen. Also mit diesem Würstchen hier bin ich echt noch nicht zufrieden. Thank you.
das echt, ich habe zu selten so keltische Frisuren etc. gesehen, als dass dem jetzt so aus dem FF ja, direkt hier gelingen wollen. Allerdings, manche Frisuren davon sind jetzt auch nicht unbedingt mein Fall gewesen. Um es mal nett auszudrücken. Aber vielleicht kommen wir hier nur schon mal ein bisschen überall. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir dann hier auch einfach mir einfach auch noch mal so eine Strähne lang zieht, die dann nämlich hier übergeht. Weil was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man gerne auch natürlich damit richtig geflochtenen Haaren, nicht einfach nur so eingedrehte, um den ganzen Kopf drumherum gegangen ist. Also wie bei so einem Kranz dann halt nur aus dem eigenen Haaren. Gerne gemixt mit irgendwelchen Blümchen so reingesteckt. Das kommt hier übrigens dann auch noch rein, um mal ein bisschen zu spoilern. Also wer eine Allergie gegen Blumen hat, sollte jetzt am besten Bescheid sagen, damit ich weiß, dass ich dann einfach das Bild mal ausblende so lange. Ja, das meine ich ja. Diese Frisuren sind echt, also teilweise wirklich extrem aufwendig. Also was heißt teilweise, sie sind aufwendig. Aber ich finde die auch an sich eigentlich ziemlich cool. Und ja, ich denke mir einfach, das passt auch ganz gut dann zu so einem Waldgeist. Mal kurz gucken. Ist ja erstmal nur eine Skizze. Vielleicht spare ich mir das und mache einfach wirklich nur Blümchen oben lang. Das ist halt so das Schöne mit dem. Das Schöne, dass man das hier alles, na, kann ich ja wieder wegmachen, sich neu entscheiden kann. So, jetzt hatte ich mir gedacht. Sollen die Hörner ja nicht einfach nur Hörner sein, sondern ist ja ein Waldgeist, ne? Ist also auch schon ein bisschen älter, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht. Aber gibt es jetzt auch kein Muster, dem ich hier irgendwie folge, sondern einfach mal gucken. Gucken, wo wir landen. So 15. Vielleicht ist ja 15.000. Oder anderthalb. Weiß ich nicht. So, ist natürlich jetzt noch ein bisschen wenig Schmuck, ne? Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch alles rein. So,
ganz passend. Nennen wir mal die Dinge einfach Mess. So. Ich würde sagen, wir geben mir einfach mal so ein paar Gesellschaften hier drauf. Ah, zum Beispiel so einen kleinen Piepmatz. Grob schon mal hier so hingepackt. So. Okay. Ich glaube, der hat irgendwas Schlechtes gesehen. Ich glaube, dem Vogel ging es gerade nicht so gut. Aber ich lache viel zu sehr, als ich das so hatte. Entschuldigung. Oder jetzt. Ja. Irgendwie so, ne? So. Vögel sind da ja fast so ähnlich wie Hamster. Die haben alle so eine Knopfaugen, die gucken dann auch raus. So ungefähr. Na, danke. Jetzt muss ich gerade überlegen. Rotkehlchen haben ja... Ich habe schon ewig keine Rotkehlchen mehr gemalt. Wir haben ja einmal hier, ne? Diesen... War das so ein roter Punkt da oben? Ich muss gleich mal eine Referenz rausholen. Also, googeln. Ja, vielleicht hier noch sein Flügelchen. Und soll sie auch schließlich festhalten können. Schon hat man ja schön, ne? Das mal kurz zu zeigen. Man könnte jetzt behaupten, die guckt da hoch. Also da kann man auch so ein bisschen die Betrachter dahin lenken und so ein paar Späße mitmachen. Okay, also ist das der Kringel ja eigentlich doch gar nicht so falsch, ne? Das ist ja ungefähr wieder im richtigen Leier. So. Dürfte das ja ungefähr, also hier vom Schnabel. Nee, ich muss dann gleich mal Referenz da versuchen, wie genau dann die Koloration ist. Ich mache jetzt einfach mal so ein paar Markierungen. Also hier. Das ist braun, das ist rot. Mal kurz überlegen, wie die wie nennt sich das da hinten nochmal? Bio-Unterricht ist ein paar Jahre her. Wie die Schwanzfedern halt, ne? Ich glaube, es hatte irgendeinen bestimmten Namen gehabt. Aber bin mir gerade echt nicht mehr sicher. So. Hätten wir das schon mal? Ich würde jetzt gerne noch ein Falken reinsetzen, aber dann gibt es da oben, glaube ich, ein bisschen Theater. Jetzt überlege ich gerade noch, könnten wir noch so ein Eichhörnchen reinklatschen? Hallo, Mr. Svenpai. So, ja, doch, machen wir mal. Ich guck mal, ob ich ein Eichhörnchen. Was? Überleg mal, ne? Hier die Ische hat doch ihren Kopf extra schon in die Richtung. Oh ja, wir machen Adler rein, alles klar. nein, wir wollten. Ich zumindest wollte euch, genau. Diese Meldung nicht irgendwie irritieren lassen, bei mir spinnt das immer ein bisschen rum mit dieser Fernbedienung. Die hat aber, wie gesagt, noch ein
Haufen Energie, weil die immer wieder regelmäßig aufgeladen wird. Nehmen wir einfach mal so ein Eichhörnchen hier rein. Ja, doch. So, Eichhörnchen haben wir. Meist auch hier. So, im Gesicht. Nagetier halt, ne? Das wäre doch eher wie eine Ratte. Eine Ratte wollen wir ja nicht. Das Auge wäre ungefähr hier. Auch so ein riesiges Knopfäuglein natürlich. So. Die haben ja auch so eine Puschelöhrchen, ne? Die Eichhörnchen. Größe dürfte es ja fast passen. Kann ich kurz überlegen. Also ich skizziere eigentlich schon vieles gar nicht mehr so vor. Also was so hier irgendwie so mit Kügelchen und so angeht. Liegt aber daran, weil ich halt schon ein paar Tage zeichne. Dann immer so, den Eindruck habe oder die Einbildung, ich bräuchte das dann nicht mehr so unbedingt. Wobei natürlich gerne mal der Alltag dann doch eigentlich das Gegenteil beweist. Machen wir das mal da lang. So, Eichhörnchen sind ja ein bisschen fluffiger, nennen wir es mal. Das geht ungefähr da lang. So, damit das nicht alles immer so gleich aussieht mit dem Tierchen, kommt da auch mal das Beinchen hier hin. Und Nagetiere haben allgemein hinten 4 Zehen und vorne 5. Zumindest waren das damals bei meinem Meerschweinchen so. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es ist halt schon, ich habe halt ein paar Tage Erfahrung dahinter. Also es ist jetzt nicht, dass ich da, aber ich habe trotzdem selber immer noch viel zu lernen. Also ich auch nicht. Ich will hier nicht irgendwie arrogant kommen oder so. Also, sollen wir uns überlegen? Also für gewöhnlich, wenn ein Tier einen Hinterlauf hier hinten so ausstreckt, ist ausgleichend der Vorderlauf nach vorne. Mal kurz überlegen. Mein Eichhörnchen habe ich jetzt nicht als Haustiere. ich mache mal kurz die Hörner ein bisschen blasser, damit ich das hier besser sehen kann. Hier ungefähr müsste Ellenbogen, also eigentlich das Handgelenk sein. Und dann können wir hier die können ja so schön greifen. Das ist ja jetzt wirklich so ähnlich wie bei Meerschweinchen. Also jemand, der Meerschweinchen hat, der kann dann das bei seinen Tierchen gut beobachten.
Die haben so schöne Griffels. Also die können da richtig gut krabbeln. Und Meerschweinchen, wie auch Eichhörnchen, halten auch gerne mal ihr Essen ja in den Pfoten. Hamster ja genauso. Mal kurz überlegen. Ärmchen kommt ja von hinten. Aha. Nein, wollen ja jugendfrei bleiben. Das heißt, er greift. Ah, nee, bin ich noch nicht ganz da. Greift hier so drüber. Dankeschön. Ja, also aus dem Handgelenk zaubern ist es ja eigentlich auch nur, weil ich habe ja schon ein paar Mal Nagetiere gezeichnet. Na, das heißt also, ist einfach das, was man gelernt hat, ein bisschen. Das ist ja das Gute am Üben. Da lernt man ja viel. Außerdem hatte ich mal ein Kinderbuch, das war von Puschel, dem Eichhörnchen. Ist, glaube ich, irgendwie aus England oder so eine Story. Und ja, da gab es natürlich auch viele Eichhörnchen, die man abmalen konnte. Zwar stilisiert, aber man hatte welche. Mal kurz gucken. Doch, also auch, obwohl jetzt eigentlich hier der Hinterlauf hier lang geht und der Vorderlauf hier entsprechend das Pendant bildet und hier entsprechend das andersrum sein müsste, machen wir einfach mal Folgendes. Geht ja hier steil bergab, ne? Dann ziehen wir hier einfach auch nochmal die Ärmchen hier lang. Also hier haben wir den Handballen. Dann kommt hier ein Fingerchen. Das machen wir mal so. Das passt überhaupt nicht. Okay, jetzt muss man wirklich ein bisschen vorsetzen. Also das ist der Handballenstumpen. Der kriegt aber noch seine Fingerchen. Es ist kein Tierchen, was irgendwelche schlechten Erlebnisse hat. So. Der vierte ist im Hintergrund. Ich glaube, haben Eichhörnchen. Ja, im Mittelalter hat man auch gesagt, das ist eine Gruppe. Okay, aber nein. Ich überlege gerade, haben Eichhörnchen auch so richtig wie so ein Däumchen? Also nebst den vier Dingens auch noch hier die fünfte Kralle so? Die haben ja wirklich hier so kleine mit auch so Krällchen dran. Ist das bei denen so? Wisst ihr das zufällig? Oder haben die es doch eher so wie andere Nagetiere dann auch gerne eher so alle ungefähr zumindest in so einem Oval gesehen oder in so einem Dreieck gesehen gleich lang? Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. So. Jetzt ist natürlich immer noch kein vollwertiges Eichhörnchen. Alles wie ein Daumen? Alles klar. Ja gut, dann haben wir den ja hier schon tatsächlich. Okay, warte, dann machen wir eins. Also 1, 2, 3. Na gut. Sollten wir noch den vierten. Na, nicht da an. Und da so. Okay. Dann kommt das ja ein bisschen weg. Damit das Eichhörnchen auch wirklich ein Eichhörnchen ist, brauchst du noch einen Puschelschwanz.
draußen. Schwänzchen. Aber das gefällt mir so nicht. Ein bisschen mehr. Okay. Jetzt sieht es aus wie ein Fragezeichen und vielleicht ist es für den einen oder anderen Betrachter wirklich dann ganz hilfreich, weil sie sich fragen, was ist denn das hier? Keine Ahnung, was ihr euch Eichhörnchen auf Englisch heißt, ich habe mal Chip genannt. Ja, es gibt sogar ganz in Grau welche. Die sind, glaube ich, in England sogar eine kleine, kleine Pest, nennen wir es mal. Also die sind ein bisschen überrepräsentiert. So, ich will einmal kurz hier alle Sachen in eine Ordnung packen. So. Weil, kann ich auch eben das nochmal ein bisschen... Ich denke mal, so von größeren Tieren sollte das jetzt genug sein. Ich würde hier noch so zum Ausgleichen noch so ein, zwei Schmetterlinge oder so reinklatschen. Das sollte eigentlich dann genug zum Repräsentieren eines Waldes sein, oder? Oder was meint ihr? Soll da noch ein Bär rein? Sind ja nicht in Australien, ne? Da gibt es ja eher so eine Riesenschmetterlinge. Glaube ich zumindest. So, den sieht man von oben. Was ich mache hier einmal kurz so zu markieren. Und den sieht man tatsächlich von oben. Deswegen male ich auch nochmal. Den sieht man auch einfach von oben so. Ein fliegender Wurm! Ja. Muss ich mir jetzt etwa auch Sorgen wegen meinem Logo machen? Weil es ja auch so ein fliegender Wurm auf einer Feder. Ich speichere mal wieder zwischendurch. So. Ich trinke jetzt auch mal wieder dreist was. Ich glaube, so sieht das wirklich besser aus, oder?
soll eigentlich jetzt kein Augapfel, doch Adamsapfel soll nicht. Soll kein Adamsapfel sein. So ausgeprägten Apfel noch nicht. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, machen wir ein paar Blümchen rein, wa? Damit so ein bisschen pflanzlich-waldig aussieht. Also das hier ist so eine Schnellversion, wie man Rosen zeichnet. Schon mit Rosen. Das ist bestimmt jetzt um die 15 Jahre. So, das hier sind jetzt keine Schüppchen. Das sollen tatsächlich auch so ein bisschen was von den Grünzeug sein, was ja halt so ein bisschen rumfliegt. Ich aber eigentlich nicht nur Rosen zeichnen, ich habe nur keine Ahnung, welcher Sitz für unten reingekommen ist. So, mal ein bisschen Gräser. Mein Gänseblümchen und so sind ja auch ein bisschen sehr einfach. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ja Wildrosen. Von dem wird das ja alles gezüchtet, was man so an Rosen finden kann im gut sortierten Blumenladen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ich bin jetzt kein Florist, die auch wirklich in ja, Wäldern oder ähnlichen wachsen. Das kann einem ja auch eigentlich fast egal sein. Also mal kurz überlegen, so aus meinem kleinen Blumenrepertoire aus ein paar Jahren so rauskratzen. Ich glaube, komisch, dass er noch erwischt hat. Ich bin mit Waldblumen tatsächlich echt gar nicht so bewandert, merke ich gerade. Ich habe immer irgendwelche Gartenblumen gezeichnet, aber nie halt speziell, was wächst im Wald und was nicht. Ich meine, so ein bisschen Blümchen gibt es da ja als Sträucher oder zum Beispiel so, die sehen so ähnlich aus wie Gänseblumen. Und dass sie dann hier innen noch so einen größeren Kranz haben, also hier so einen Fluffelkranz, und dann hier drinnen eigentlich auch noch ein bisschen was ist. Aber ich meine, das sind wirklich Zierpflanzen oder halt, ne, die, dass sie halt nicht in den Wald wachsen. Aber wir können ja so einen Haufen kleinerer. Gänseblümchen rein, weil die wachsen auf jeden Fall auch im Wald. Auch am Rand von Wald. Bei denen kann man wirklich so eine schöne individuelle Gestaltung von den Blütenblättern machen. Die habe ich mir auch tatsächlich mal wirklich lange, lange mal angeguckt, wie die so aufgebaut sind. Und wenn man da wirklich mal das macht mit dem. Heißen die Margeriten? Die großen, ne? Weil die kleinen heißen ja Gänseblümchen. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so aus. Ich weiß nur, ich darf die nicht essen. Weil ich natürlich kacke und faul bin.
wir uns hier mal ein bisschen irgendwo hin. Das habe ich auch so schön an der digitalen Welt. Man kann da ganz viel schummeln. Und ich weiß, man kann die auch direkt als Datei irgendwo. So, dann würde ich mal ein bisschen drehen. So eine einfügbaren Dateien machen, aber somit habe ich jetzt noch nicht rumgespielt. Ah, okay. Hm. Gegoogelt oder weißt du es? Mal hieß das nicht immer, der Mörder ist immer der Gärtner? Ja, ist ja nicht schlimm, dass man nicht immer alles sich gemerkt hat. Das Leben hat so viele Informationen parat, da kann man sich einfach nicht alles merken über dauerhafte Zeit. So. Mal davon noch ein bisschen mit. Es war ganz viel Flower 2 hier rumfliegen. Doch mal mit dem auch noch was zu sehen. Pulvert und Gärtner gleichzeitig. Sehr verdächtig. Für gewöhnlich ja eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn Blümchen ihre Blütenblätter verlieren, glaube ich. Zumindest so in dieser Masse hier. Aber das gibt halt auch immer so eine schöne Dynamik hier rein. Und deswegen wird das auch eigentlich gerne mal gemacht. Außer mir ist windig. So. Gänseblümchen können wir auch gleich noch ganz viele reinmachen, also auch hier oben im Haar. Ich überlege noch gerade, was noch so im Wald am Pflänzchen wächst. Ja, schon. Auf jeden Fall. Aber die zählen ja weder zu Pflanzen noch zu Tieren, ne? Ist ja, die gehören nur zu Fungus. Das ist eine ganz eigene Sache für sich. Ja gut, das mit dem Moos kann man ja hier oben, ne? Dieses, was hier so runterhängt, das ist, weil halt alt, die hat halt schon Moos angesetzt. Gibt es denn hier irgendwie noch andere Blümchen? So irgendwas so. Ich. Gibt es ja so ganz kleine Sachen, die haben dann hier. Also jetzt nicht so Tulpen, sondern wirklich so ganz kleine. Oder gibt es die da auch? Die sind meistens auch so ein. Hier. Der Farbe ungefähr. Falls das was sagt. Deswegen wollte jetzt auch nicht irgendwie aus
Tropenwald, sondern doch eher so ein europäischer Wald. Was halt hier so in unseren Gegenden eher so natürlich ist. Heißen die ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß leider, wie man Stiefmütterchen malt mit Aquarell, weil das war gefühlt damals das, was ich hauptsächlich malen durfte. Was dann? Ich mach die jetzt einfach rein, so. Kann ja sich jeder Botaniker dann bei meinem Beschwerdekasten melden, den es nicht gibt. Und sich da dann gerne auslassen, dass ich da irgendwie Kappes mache. Weil das sind jetzt so Blümchen, die mache ich eigentlich nie. Ich weiß nur, dass sie existieren. Aber das Schöne ist ja, wenn man eigentlich von einer bestimmten Sache, also wie halt Blümchen, so ein bisschen das System verstanden hat, dann kann man sich da halt zum Beispiel jetzt in dem Fall auch in Anführungsstrichen durchschießen. Es soll natürlich nicht heißen, dass man das nicht lernt. Ne? Also ich weiß auf jeden Fall, was ich demnächst dann wieder mein Skizzenbuch reinübe. Und das werden dann noch ein paar Waldblümchen sein. So ein kleine Giftkräuter oder was? Mal die Dinge jetzt so ein paar Mal rein, um das hier so ein bisschen zu füllen. Füllen. Ah, okay. Aber wie hießen denn diese Pflanzen, die da auch gerne an Autobahnen wachsen, die halt so teilweise riesig groß werden, diesen ganzen kleinen weißen Blüten da oben? Irgendwas mit Bär oder so. Schlimmer. Bäume und Pflanzen sind gegen uns. Mann, ich habe uns mal gerne so einen Spaß gemacht, wenn wir so durch so eine Allee gefahren sind. Und wir haben gesagt, Vorsicht, die Bäume attackieren uns gleich, die attackieren uns gleich. Und immer ist genau dann irgendwas aufs Auto gefallen, was von den Bäumen runtergekommen ist. Entweder war es jetzt wirklich dann so eine Frucht von denen, also jetzt zum Beispiel so eine Kastanie oder sowas, oder es war halt ein loser Ast. Immer irgendwas runtergekommen. Ja, also immer recht behalten, die Bäume attackieren uns. Ja, es könnte Bärloch sein. Es ist auf jeden Fall, die wachsen auch auf Autobahnen. Also jetzt nicht natürlich mitten im Asphalt, sondern in den Grünstreifen. Da gibt es manchmal wirklich, die wachsen Meter hoch, also so 2-3 Meter oder so. Zumindest 2 Meter schaffen die dann locker. Und da gibt es immer gerne mal so Probleme, wenn dann halt ein Auto mal wirklich auf dem Standstreifen bleiben muss, weil halt irgendwas schiefgegangen ist im Auto. Dann gibt es immer wieder Vorfälle, dass die Kinder dann diese Pflanzen anfassen und danach durch dann mit den Händen ins Gesicht gehen oder so. Und dann haben die natürlich entsprechend leichte Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch gestorben sind. Also ich habe zumindest nichts davon gehört, weil das hat sich ja wirklich in meinen Kopf eingebrannt. Ich weiß nur, man sollte die auch nicht unbedingt anfassen. Die sind gefährlicher, als sie aussehen. Brauchen wir noch was Schönes für die Mitte hier. Vielleicht doch noch mal ein paar Rosen.
würde sagen, wir machen einfach hier nochmal so ein, zwei Runden. Einfach runter. Das Reingucken ist als eigentlich nur so für Rumskizzieren. Den Trick danach immer noch anwenden, weiß ich nicht. War es, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung mehr. Ich kann gleich mal gucken, ob ich die noch mal eben kurz skizzieren kann. Probier mal kurz, hier zu skizzieren. Geht gerne dann halt so, wenn es natürlich größer geworden ist, so dickeren Stängel, Stamm, wie auch immer. Und dann wachsen halt so mehrere Arme raus, die halt wieder in mehrere Arme sich aufteilen. Also ganz, ganz viele, auch hier natürlich in dem vorderen Bereich und so weiter und so fort. Alles auch ungefähr immer so auf einer Höhe hier. Und dann lassen wir mal kurz ein bisschen cheaten, damit man das besser sehen kann. Dann ist natürlich, ist ja nachts auf der Autobahn, ne? Ist hier Himmel, bla. Und kurz gucken, ob ich auf die Schnelle so passt denn das? Hier auf jeden Fall. So. Zack. Die halt eben diese weißen Punkte als Blüten. Jetzt mal so ganz auf die Schnelle grob gesagt, sieht es ungefähr so aus. Also, weiß nicht. Die wachsen halt ziemlich groß. Die sind auch manchmal sehr, sehr klein, aber auf der Autobahn können die sehr groß werden. Deswegen, und das sind halt die, vor denen man gerne mal warnt. So. Jo. Jetzt dachte ich mir. Machen wir da oben.
Blümchen rein. Sein. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Wenn ich später rausgefunden habe, werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Oh, hab ich nie angestellt. Nee, ist auch nicht durch die Pollen oder so. Es war wirklich halt eben, man soll es halt nicht unbedingt betatschen und dann die Finger in den Mund nehmen oder so. Was halt Kinder gerne machen. Ihr seid jetzt. Oh, gut. Da fehlt mir jetzt aber wirklich zu viel Information. So. Die sehen jetzt auch ein bisschen schmuddeliger aus beim Skizzieren, weil ich würde auch gerne wirklich auch weiter vorankommen. Und euch auch nicht da irgendwie ewig an einer Skizze lassen. Verhungern lassen so. Nee. Das soll auch wieder so umfliegende Blütenblätter sein, weil es macht einfach immer was her. Und die muss natürlich auch immer ein bisschen mit Bedacht einsetzen. Genau. Das gucke ich nachher mal nach. Vielleicht sogar nachher, also gleich in der Pause, weil ist ja in 6 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ist manchmal wirklich ein bisschen beängstigend. Man soll es sogar vergessen. Haaransatz bei einem Tierwesen, das keine menschlichen Ohren hat. Ach so. Ja, warte. Also du meinst ja, ein Ohr ist ja hier, ne? Und dann hat man ja den Haaransatz, wenn das nach hinten geklemmt ist, ungefähr so. Das ist ja das beim Menschen, ne? So, bei einem Tier ohne Ohr. Würde ich eigentlich genau das gleiche sagen. So. Zack. Und schon hast du es. Lass einfach das Ohr weg. Also würde ich es machen. Oder du sagst, du umgehst das und sagst einfach immer, das Gesicht hat immer dann zufällig genau da eine komische Strähne, während dann der Rest dann wieder da zum Beispiel hochgesteckt ist. Ich würde mir an deiner Stelle echt gar nicht so einen riesigen
verblitzelten Kram draus machen. Also hier wäre es jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mal kurz das auch mal ein bisschen. So. Mal kurz als Beispiel machen. Machen wir auch extra mal hier in. Nimm mal was mal blau. So, hier ist halt für gewöhnlich der Kiefer. Und hier waren ja dann auch die Haare, die da sind. Die lassen wir es aber einfach mal weg. Das heißt, die Figur hat zum Beispiel dann einfach wirklich einen Haaransatz hier oben ganz normal nach hinten geklemmt, in Anführungsstrichen. Dann könntest du auch sagen, okay, wir haben hier einmal eine Strähne und dann kommen hier wieder neue Ansätze dran, die dann auch einfach wieder runterwandern. So kannst du es machen. Oder du sagst halt, aus welchem Grund auch immer von der Frisur, hier ist immer eine Strähne, die genau diese delikate Stelle überdeckt. Immer, egal wie der Wind weht. Okay, warte, er hat noch. Ja genau, das ist ja das, was ich meinte mit dem, du kannst halt eben wieder so ein bisschen das entschieden. Bei kurzen Haaren ist es eigentlich auch kein Unterschied. Wird natürlich jetzt mit dem Beispiel ein bisschen schlecht. Wenn jetzt hier, was ist den Kopf? Ne? Dann käme hier der Kiefer dran und hier wäre eigentlich das Ohr. Hier wäre eigentlich das Ohr. Und war natürlich die Frage. Ja, so weiter. Zack. Das ist ein bisschen übertrieben. So. Wie kurz hat er das denn hinten? Hat er hier wirklich alles so geschoren? Oder einfach mehr so, ja, so halt so einen kurzen Schnitt? Aber bei so einem kurzen Schnitt, man hat hierfür gewöhnlich auch immer so eine, wie so eine Kotelette, die man dahin machen kann. Und wenn es halt ohne Ohr ist, würde ich einfach sagen, macht man hier halt weiter. Einfach so. Sprich, ist halt kein Ohr. Und dann, weiß jetzt nicht. Also hat er so einen Undercut, ja, so dann, kannst du natürlich dann hier sagen, wenn er hier so einen Pferdeschwanz hat, musst du natürlich hier einen guten Übergang machen, wo der Cut ist von den Undercut. Dann kannst du hier, wupp, dann Zöpfchen dran. Das Einzige, was da, glaube ich, ist, ist halt so ein bisschen der Anblick, der wird einen vielleicht ein bisschen irritieren beim Zusammenbasteln davon. So, mach jetzt aber mal bei mir noch weiter. Ja. Ich könnte natürlich jetzt für mich das so ein bisschen schön schummeln und sagen, dass hier die Blumen nach vorne gehen. Jo, probier das ruhig mal aus. Gleichen Blümchen, wie sie halt unten waren. Aber hier noch so dazwischen. Damit das nicht irgendwie zu gerade und zu gleich aussieht, das wäre sonst etwas sehr langweilig. Kunst wird nachher sein, das alles wiederzuerkennen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Achso, und wenn man natürlich das Bild hier, also ich gehe nicht davon aus, dass wir es heute fertig kriegen, das wird natürlich dann nächsten Samstag dann fortgesetzt. Also ich mache hier nichts ohne euch, keine Sorge. Zumindest nicht im Livestream.
ich würde mal sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen. Und ich glaube, genau, wir haben jetzt 21. Ich würde sagen, wir sehen uns um 30 wieder. Und ja, also geht aufs Klo, nutzt die Pause, geht einkaufen. Und wie gesagt, bis gleich. So. Bin wieder da. Ich hoffe, ihr auch. So, wie ihr seht, hier oben in meiner kleinen Safio, ich habe mal in meiner Pause hier ein bisschen geguckt und gesucht. Also kleine Grafiken. Und ich habe hier halt die folgenden Sachen gefunden. Also einmal das so ein paar so Waldblümchen und so sieht ein Rohrkehlchen zum Beispiel aus. Natürlich immer kleine Abweichungen. Also, das wird schnell korrigiert. Das ist natürlich auch nur grob darzustellen, also als wir keine Realzeichnung sagen. Ja. Dann habe ich es aber gar nicht mal ganz falsch getroffen. Ein bisschen besser sieht das, dass hier nach vorne geht, das Köpfchen. Schließen wir es eigentlich direkt mit dem Auge ab, damit es nicht irgendwie komisch aussieht. Okay. Sieht trotzdem komisch aus. Okay, hätten wir das schon mal geklärt. Und das heißt jetzt bei den ganzen Blümchen darf ich die Rosen rausschmeißen. Also, jetzt ziehe ich das ja. Dafür mache ich aber mal eben das einfach. Ich hoffe, das bringt euch jetzt nicht ganz in Verzweiflung. Aber wie gesagt, wir haben ja mit dem Bild hier ganz viel Zeit. So. Jetzt kommt nämlich genau das, was ich nämlich eigentlich sonst immer gerne vermeide. Ich habe jetzt zum Beispiel zu diesen Rosen auch die ganzen, ich nenne es mal Grashalme gemacht und hier diese kleinen, was auch immer das dann sein wollen und sollen, die jetzt auch zum Teil wegradiert wurden. Und das ist halt das, was ich eigentlich immer gerne verhindern möchte mit den ganz vielen Layern. Auch wenn das im Endeffekt viel Chaos bringen kann. Von wegen Scheiße, wo habe ich denn was gemalt? Na gut. Aber ich habe geguckt. Die Farbe wollte ich jetzt aber nicht haben. Wir haben einmal hier diese. Dann fangen wir hier rum an. Ja, wo ist die vorne? So. Wir haben einmal hier diese. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Die sehen ungefähr, ne, so mit breiten Blütenblättern. Und dann haben wir halt hier in der Mitte mit so ein kleines Geschwenkel dazu. Dann haben wir welche, die haben jetzt so mehr so eine ovalen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 und 5. Dann haben wir nochmal so rundere. Und dann halt diese trichterförmigen. Die fand ich ganz cool. Und diese sternchenförmigen. Mit 6 Enden. Ja, und halt, wie gesagt, die da. Dann können wir uns noch ein bisschen hier austoben. Okay. Dann werden das hier alles ganz viele kleine Blümchen.
Ich habe natürlich jetzt hier keine Relation zu den ganzen Einzelnen, wie die zueinander in der Größe stehen. Die haben wirklich nur 4 Blätter, ne? Ja. Baby! Das sind noch so alte Leiden aus der Gamer-Zeit. Das ist natürlich, wie gesagt, erstmal so ganz grob, weil Skizze. Das Gute an Blumen ist und den Blütenblättern, die sind ja manchmal wirklich sehr flexibel, was ihren Aufbau angeht. Also man kann da wirklich von irgendwelchen stocksteifen Darstellungen, die mal frontal von oben auf sind, gerne mal ausweichen und hier ja, so perspektivische Verzerrungen etc. reinbauen. Oder halt auch mal ein bisschen von unten zeichnen. Mal natürlich mal gucken, dass es trotzdem gut aussieht. Eigentlich so ziemlich alles. So, ich würde sagen, die packen wir auch ein bisschen hier nach oben. Ja, man sollte sich auch wirklich nie zu schade sein, irgendwie Referenzen zu verwenden, weil Referenzen sind keine Schande. Selbst die ganz Großen benutzen Referenzen. Beispiel ist hier von Disney World, als die damals noch als 2D-Animation, ich wollte schon Anime sagen, König der Löwen gezeichnet hatten. Genauso wie hier 101 Dalmatiner hieß das, glaube ich. Haben sich ja entsprechend die Tiere ins Studio geholt und die halt studiert. Haben so Skizzen von denen gemacht. Haben sie, glaube ich, wahrscheinlich so aus dem Zoo oder so ausgeliehen. Und ja, haben dann geguckt, wie ist denn so der Körperbau von denen? Wie verhalten die sich? Um das dann halt zu stilisieren. In dem Fall dann. Und das sollte man auf jeden Fall immer wieder machen, dass man sich halt Referenzen holt. Gerade wenn man vielleicht auch irgendwas zeichnet, was man eigentlich noch nie gemalt hat. Ja, das stimmt allerdings schon. Das war so ein ziemlicher 1-zu-1-Klauf von, ich glaube, Kimba hieß der, ne? Der weiße Löwe. Der war ja sogar in Japan jahrelang dann irgendwie auch so ein kleines Maskottchen. Der war ja dann überall zu finden. Da habe ich aber auch so ein Drama mitgekriegt, dass dann Disney World Japan verboten hat, weil die behauptet haben, Japan hätte den Löwen geklaut. Na gut, Geld regiert halt die Welt, ne? Naja.
Ja, wie gesagt, selbst bei 101 Dalmatiner ist es ja, glaube ich, doch 101 Dalmatiner, es war 1001 Nacht, haben sie halt eben auch entsprechend sich als Referenz dann halt die entsprechenden Hunde reingeholt ins Studio. Was hätten wir dann noch so als... Ja, richtig. Kann es sein, dass wir so ziemlich die gleichen Infovideos geguckt haben dazu? Ja gut, aber sagen wir es mal ganz ehrlich, das meiste, was zumindest damals Disney World gemacht hat, waren einfach irgendwelche Märchen, Verfilmen oder ähnliches. Und die halt natürlich dann gerne mal ein bisschen noch verändern, damit sie halbwegs als was Eigenes durchgehen. Aber es war halt damals Disney World, so war das halt. Und sind wir mal ehrlich, Schneewittchen war ja damals auch echt nicht schlecht. Auch wenn sie einiges da geschummelt haben. Na gut, ne, das ist halt das. Cheaten ist erlaubt. Solange man halt das mit Grips macht, nenne ich es mal. Mal kurz überlegen. Ja. Das ist jetzt so. Ich muss sagen, das sieht jetzt schon meilenweit besser aus als mit den Rosen. Ja, ich finde auf jeden Fall, Referenzen ist wirklich gut. Und dazu wegen nach Norwegen gefahren. Ihr kennt ja bestimmt noch, ich meine die jetzt vielleicht noch in dem Alter so sind, Heidi. Heidi als Trickfilmserie im Fernsehen, ich glaube damals auf ZDF, später auf RTL 2. Dafür sind die Japaner, die diesen Anime gemacht haben, also diesen Zeichentrickfilm, sind extra in die Schweiz gefahren und haben dort die Berge studiert, damit sie die auch korrekt als Hintergründe und Co. in den ja, Anime-Zeichentrick dann halt einbauen können. Ich meine, gut, sind wir mal ehrlich, bei den Japanern hätte man auch eigentlich nichts anderes erwarten können, weil wenn man sich auch in den heutigen Anime so die Hintergründe anschaut, dass die eigentlich fast eins zu eins aus deren realen Welt ja komplett stammen und da vom Vergleich her wirklich ziemlich gut rankommen. Da war auch irgendwo klar, dass sie auch extra dafür in die Schweiz waren. Schneewittchen hat dich damals verstört. Okay. Ich hoffe, du hast dich dann erholt davon. Ich habe das aber schon ewig nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr groß an die Jagd erinnern. So einen bleibenden Eindruck haben die bei mir hinterlassen. Ist alles geklaut. Alles geklaut. Also wie ihr merkt, bei den Blümchen hier kann ich jetzt schlecht und ganz halt der Copy-Paste machen, weil die sind ja doch ein bisschen sehr variabel. Aber ich guck mal, dass wir heute auf jeden Fall die Skizze noch irgendwie fertig kriegen. Dann machen wir die auch nochmal hier hin. Also ein Foto bearbeitet haben sie definitiv nicht. Jetzt von dem, was ich an Vergleichsbildern gesehen habe, das ist jetzt nicht irgendwie, dass du da wirklich eins zu eins das legen kannst. Da sind schon diverse Anpassungen gemacht worden. Aber gut, wenn natürlich dann deren Anime wirklich in dem irgendwelchen japanischen Gegenden stattfinden und da halt die Szenen spielen, dann ist es sicherlich schon ganz schön, vor allem für die Japaner selber, wenn sie halt auch die Örtlichkeiten wiedererkennen können. Natürlich jetzt nicht in 1 zu 1 Maßstab getreu, aber halt mit vielen Details. Das finde ich wirklich eigentlich wiederum auch ganz gut, weil wenn ich mir bedenke, dass manche fiktive Hintergründe dann doch irgendwie ein bisschen so hingeklatscht sind,
Also jetzt nicht unbedingt bei den Japanern, sondern so generell gesprochen. Ich finde es eigentlich umso schöner, wenn halt wirklich etwas in der realen Welt stattfindet, dass man den Ort auch wiedererkennen kann. Also zumindest speziell für die Leute, die auch in der Gegend wohnen. Weil ich habe nämlich auch extra einer von meinen Kurzgeschichten in meinem Debütmanga von letztem Jahr spielt in Dortmund, um genau zu sein, in Ort Dortmund-Asseln. Und das war auch so eine kleine, ich sag mal, Widmung an meine Schwiegerfamilie, also an meinen Mann und seine Familie, wo er herkommt, weil die halt auch da zumindest auch zur Schule gegangen sind. Also auch das Schulgebäude, was man da sieht, ist wirklich die Schule, wo auch mein Mann hingegangen ist. Ich war selber nicht in Dortmunder Schule, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da eine Geschichte von meinem Mann und mir irgendwie da nachgebastelt habe oder so, sondern es ist wirklich auch da alles fiktiv. Aber ich habe mir da auch entsprechend Mühe gegeben, dass man da wirklich so viel wie möglich wiedererkennt, wenn man aus der Gegend kommt. Ich habe ganz vergessen, dass dieses Lied dieses blöde Gebrubbel da drin hat. Es tut mir leid. Ich hoffe, ja, jetzt ist es weg. So. Machen wir noch ein paar andere Blümchen hier rein, ne? Die finde ich ganz cool. Okay, trichterförmig, bitte. Ja, trichterförmig hier. Die Kunst ist nachher, das auch wieder zu erkennen. Schon passend. Ich glaube, den kann ich ja wirklich kopieren. Ich habe natürlich meine Tastatur hier weggerollt. Jetzt hier eigentlich auch so ein bisschen alles hier Lückenfüller. Mal ein bisschen rumtricksen. Ich brauche mal einen kleinen Moment, um mir die Blümchen anzugucken, wie genau die funktionieren. Das siehst du erst jetzt. Ja, ich habe da oben das noch ein bisschen angepasst, weil ich habe hier jetzt so eine schöne Referenz rausgesucht. Und da ich mir, bevor ich das hinterher vergesse und den dann falsch koloriere, ich werde auch am Eichhörnchen gleich immer ein bisschen was anpassen. Ich habe jetzt zwar keine Referenz extra dafür geholt, aber ich bin hier mit dem Gelenk noch nicht ganz so zufrieden. Schon mal diese
Ja, ist mir ein bisschen. Der Versuch der Verzerrung. Ja, ich würde sagen, man versteht, was ich da meine. Alles gut, dafür ist die Pause noch da. Alles okay. Du hast ja auch wirklich nichts verpasst. Und wenn, das Video wird morgen gegen 13 Uhr auf YouTube nochmal dann zu finden sein, dann kannst du auch mal alles nochmal angucken. Und Twitch speichert es ja auch nochmal für die nächsten 2 Wochen. Also theoretisch sollte ich auch noch hier das von letzter Woche sehen können, beziehungsweise am Freitag. Ich habe jetzt nicht selber nachgeguckt, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest. So ein Ding auch mal hier hin. Also ich will wissen, wo das ist. Ich habe das ja alles sehr profihaft betitelt. Lass mal die mal so rausstehen. Sagen, das Eichhörnchen hat sein Ärmchen einfach gut verdeckt von dem leichten Horn. Dann können wir hier das auch nochmal weiterziehen. Dann kann ich mich auch nicht zerfallen.
Ist natürlich noch die Frage. Hat sie was an? Was anziehen will oder ob sie so als Waldgeist über dieser humanitären oder menschlichen Bedürfnisgeschichte liegt, von wegen, dass was anziehen muss. Ja, sollen wir so nackisch lassen? Eine nackische Ische. Mit Hörnchens. Also Geweih. Und das Mittagessen bringt's auch direkt mit. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist so die Nebeneffekte, wenn man Raubtiere als Haustiere hat, dann spaßt man gerne rum von wegen, ach guck mal, da läuft ein Frühstück rum. Ja gut, also würde sie 300 Kilo wiegen, dann hätte sie jetzt hier ein bisschen mehr Kinn. So 3-4 Doppelkinns oder so. Oder Kinne. Sagt man Kinne? Egal. Wenn sie natürlich jetzt so groß ist oder den Körper von einem Hirsch hat, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Das ist natürlich mit 300 Kilo sehr schlank. Dann lassen wir es einfach mal so ein bisschen nackig. Kann man ja bei Bedarf einfach später noch dazu. Ja, es ist dann so Triple und Quadkin oder so. Ich würde sagen, wir lassen sie so. Wundern, warum die Linien plötzlich blau sind. Ich habe hier rechts, ganz rechts, wo gerade meine Maus rumkreiselt, Funktion eingeschaltet, dass ich die Farbe von den Ebenen ändern kann. Und weil ich den ganzen Ordner markiert habe, wird natürlich hier alles da drin geändert. Ich kann auch die Farbe hier, kann ich die ändern? Ja doch, da kann ich ändern. Kannst du schon sagen. Da kann man auch sogar das wirklich für jede einzelne, also jedes einzelne Teil machen. Ich mache das einfach mal wieder aus. So.
Und dann kann ich zum Beispiel hier sagen, ist halt, damit man alles ein bisschen besser erkennt, dass ich dann hier, na, seht ihr, dann ist zum Beispiel, der Kopf ist blau, die Haare sind rot und schon kann man beim Skizzieren besser sehen, ah, da gehen die Linien lang und so weiter. Das ist halt die Vorteile gegenüber dem analogen Zeichnen. Beim analogen Zeichnen muss man natürlich von Anfang an unterschiedliche Stifte nehmen und dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, weil nicht alle Stifte werden von einem Kopiergerät ignoriert oder lassen sich gut wegradieren, wenn man keinen Kopierer dafür verwendet. Jetzt ist also so ein Spiel. Da sieht man halt hier die ganzen unterschiedlichen Dinge. So kann man sich dann das Tuschen ein bisschen einfacher machen. Wir lassen es auch immer so. So. Okay, die Stärke passt. Ist auf jeden Fall echt praktisch. Ich habe mal früher mal einen abgeastet, ich habe immer extra selber sofort andere Farben genommen, weil ich von der Funktion nichts wusste. Aber man lernt ja im Leben nicht aus. Also ich weiche natürlich auch beim Tuschen gerne mal so ein bisschen von den eigentlichen gezogenen Lines ein bisschen ab, wenn ich halt sehe, okay, das passt dann eigentlich doch nicht ganz so. Da mache ich jetzt nicht immer extra die Mühe, erstmal die Skizze anzupassen. Schon so ein bisschen so verspieltes Grinsen, ne? Dann sieht sie wenigstens mit ihrem Blick nicht ganz so Brain AFK aus. Also vieles von dem, wie ich das jetzt zeichne, ist natürlich eher aus meinem persönlichen Repertoire, basiert aber halt auf, ja, was man halt wirklich mal bei richtigen Sachen studiert hat, wie man es immer so schön sagt. Also ich habe Ohren mal schon und Co. bis zur Erschöpfung teilweise, ja, gezeichnet, skizziert, damit ich halt einfach verstehe, wie die aufgebaut sind und habe mir dann mit der Zeit dann, wie ich die Regeln dann dafür extra für mich dann brechen möchte und auch entsprechend angepasst.
Ja, also ob das, was sie dann tun, eher verspielt ist oder nicht auch eher mehr arschlochig, da bin ich echt noch... Da scheiden sich die Geister. Für so Witz kommt tief. Mal flippen. Ich bin ein bisschen in den anderen Rand reingekommen. Ja, ist okay. Ich glaube, ich trinke auch gleich noch mal ein Schlückchen. Trinkt ihr denn auch alle genug? Oder reicht das so ein Glas mit 300 Milliliter für 2 Tage? Wenn ja, muss ich euch eine Schelle geben. Passiert mir ab und an mal, ich weiß immer noch nicht, was ich mit Tassenkombi dabei verwende. Aus Langeweile habe ich aber auch noch nicht gehört. Aber um Pause zu haben, ist immer noch besser als dann mit Rauchen. Und ich als Ex-Raucher darf, glaube ich, sowas sagen. Aber trinkst du, also zählst du das mit Wasser oder mit Kaffee? Schnaps. Orangensaft. Gibt's noch? Hast du aber mit 6 Jahren geraucht? Ein Schlückchen trinken. Machte nichts raus. Ich habe auch mit 8 angefangen. Nur ich habe leider nicht mit 8 wieder aufgehört, sondern das blieb so ein paar Jährchen. Aber mir war es nicht mit einem Bruder, weil ich habe keinen Bruder. Ich habe nur eine Schwester. Also was heißt nur? Ich habe dafür eine Schwester. Aber von ihr damals die Freundin. Meine Schwester ist ja ein paar Tage älter als ich.
Die hatte die total gängigen Einstiegszigaretten, sind das ja, nennt man es auch schön. Marlboro. Und klar war damals natürlich alles noch so Gelegenheitsdinger. Da hat man so gelegentlich mal geraucht, weil man hat natürlich auch zu Hause es nicht mehr, sondern nur draußen. Weil man ja total überzeugt davon war, dass man das überhaupt nicht riechen kann. Und wir hatten damals Taschengeld bekommen. Jetzt haltet euch fest, ganze 2 Mark pro Monat. 2 Mark pro Monat. Letzte war damals auch nur 15 Euro pro Monat, also jetzt nicht irgendwie mega Steigerung. Und damals haben halt die Zigarettenschachteln ja noch 5 Mark gekostet. Und die konntest du ja auch noch aus dem Automaten einfach so ziehen, da war nichts mit Ausweis reinstecken oder so. Und dann hat man halt immer so ja, seine 3 Monate gespart und sich eine Zigarettenschachtel geholt für die nächsten 3 Monate. Also definitiv, es war wirklich eine extrem Gelegenheitsrauchergeschichte. Aber später, je mehr dann das Taschengeld wurde, also von 2 Mark auf 3 Mark, auf 4 Mark, auf 5 Mark, auf 5 Euro, auf 10 Euro, so ungefähr war, 10 und 15 Euro, so ungefähr waren die Schritte. Ja, da hast du natürlich nicht jeden Tag eine neue Schachtel leisten können, also hast du mal ab und an mal, um cool zu sein. Hat sie auch so kleine Beträge mit Taschengeld, oder? Bei uns hat es wirklich noch mit D-Mark angefangen. Wie gesagt, bin ja 1-2 Tage älter. Er ist auch fies. Aber so hat man ja auch dann gelernt, Prioritäten zu setzen, ne? Ich habe leider damals die falschen gesetzt. Zumindest so, was das anging. Später durften wir uns das, oder haben wir das Geld ja gar nicht ausgezahlt bekommen, sondern es wurde eine Tabelle geführt, dann wie so eine Art Bank. Von wegen, ja, du hast jetzt ein Guthaben von. Und da haben wir dann irgendwann natürlich angefangen anzusparen. Dann war dann mit, irgendwie hatte man trotzdem aber so ein bisschen Kleingeld. Ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben. Und dann haben wir uns halt trotzdem noch Zigaretten geholt. Ich glaube, manchmal habe ich auch einfach auf dem Schulhof geschnurrt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, als Gelegenheitsraucher ist natürlich nicht viel Andrang. Irgendwo muss halt leider mehr. Ah, ja, wir waren auch bei D1 damals aus der Telekom. Und ich hatte so ein fancy Handy gehabt. Es war kein Nokia, es war ein Orcatel. Und es hatte als Display genau 2 Zeilen. Also ich konnte nicht mal mehr sagen, ja, ich spiele jetzt auch voll auf dem Handy rum, weil irgend so ein tolles Spiel da drauf ist. Ich musste es tun, als ob. Weil mehr als irgendwelche SMS lesen war ja nicht. War schon so ein bisschen erbärmlich. Gut. Ja, ich meine, ich habe es ja auch nicht wirklich gebraucht als Kind, ne? Also gut, als Kind mit 15 Jahren, haha. War ja sogar noch das Handy, was meine Schwester mal hatte. Und die hat mir das abgetreten, als sie sich dann ein neues Handy geholt hat. Ich weiß zwar nicht mehr, was sie dann sich geholt hatte. Aber spätestens, seit ich meine Ausbildung angefangen habe, mein erstes Gehalt ging sofort komplett auf die Bretter. Ich war mit ganzen 2 Cent in den Miesen.
Und als ich das damals gesehen habe, seitdem bin ich nie wieder in irgendwelche Mesen gekommen. Nie wieder. Die 2 Cent haben mich damals gebrandmarkt zu einer wirklich bösartigen Summe. 2 Cent. Ja, aber da habe ich mir damals dann ein Siemens S55 geholt. Weil ich wollte unbedingt eins mit einem Farbbildschirm und mit Fotografieren. Dummerweise habe ich leider dann übersehen, ja, um mit einem Siemens S55 zu fotografieren, muss man sich ein Foto-Adaption dazu kaufen. Also das war wirklich ein Hardware, also so ein Gerät, was du halt eben oben aufs Handy angeschlossen hast oder unten drunter, keine Ahnung mehr. Ich habe es mir auch nicht geholt. Und dann konntest du auch fotografieren. Ohne nicht. Aber ich hatte ein Farbdisplay. Und ein größeres. Ich konnte sogar SMS lesen mit den damals so toll mit den Zeichen gebauten Figürchen und so. Ja gut, ich sag mal, wenn man früher als total angesagter Schüler unterwegs war, dann brauchtest du unbedingt das Handy, weil du musstest ja unbedingt wissen oder dich melden können, wenn du mal 5 Minuten zu spät zum Treffen gekommen bist, wenn man sich überhaupt daran gehalten hat, mal pünktlich zu kommen. Aber ja gut, ich kann jetzt nur da spekulieren, weil ich sag mal, die Kühe auf der Weide haben jetzt es nicht gejuckt, wenn ich später kam mit meinem Skizzenbuch. Ja, es war halt damals so ein, da fing das noch an mit diesen ganzen Fotohandys. Ja, meistens beim Einkaufen an der Kasse, weil man konnte es nicht vermeiden. Ich habe mich eher weniger mit Leuten getroffen, außer halt, ne, Schulhof und tralala. Bin jetzt nicht so der Fan davon, ganz wild immer ganz, ganz viele Leute zu treffen. Zumindest zu der Zeit auch auf jeden Fall, weil man... Ich hatte halt das Pech gehabt, dass ich auf einer Schule gelandet bin, wo jetzt nicht viele Leute mit Zeichnen oder dann Manga und Anime anfangen konnten, sondern da war dann hier GZSZ und Co. etwas wichtiger. Und ja... Man lebte sich dann halt einfach nur ein bisschen auseinander, nenn ich es mal. Ja, es, wie gesagt, war mit Handy, war einfach nur so als Notding. Von wegen hätte ja sein können, dass ich mal doch irgendwie ein Problem habe und dann hätte ich mich entsprechend ganz einfach bei meinen Eltern, die aber tagsüber arbeiten waren, melden können. Also ich hätte mich gar nicht melden können bei denen. Aber hey, man hat ein Handy. Ja, wie gesagt, also in der Ausbildung habe ich mir dann das Sharp geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das für eins war. Es hieß auf jeden Fall Sharp. Das war so ein Klapp-Handy. Fand ich damals echt total cool. Und das hatte auch, genauso wie das Siemens, hatte Internetzugang. Aber das habe ich natürlich nie benutzt, weil ich nur so eine einfachen Flatrate oder Verträge halt hatte. Da wollte man nicht freiwillig ins Internet gehen. Und wenn man dann versehentlich drauf gekommen ist, hat man sofort so mit panischen Schnappatmungen das dann wieder weggemacht. Au. Nur wegen dem Hobby Manga-Anime. Ja, kannst du mal sehen, so krass sind die. Bei mir war es damals, ich hatte... ein leichtes Problem, als sie rausgefunden haben oder durch einen Lehrer da mitbekommen haben, wo ich eigentlich herkomme. Weil ich lebe hier im Westen, also in NRW. Bin auch da entsprechend zu den ganzen Schulen gegangen, also Kindergarten, Grundschule und fortführende Schulen. Auch Ausbildung und Co. Aber geboren bin ich in Dresden. Ja, fanden die dann nicht so toll. Aber gut, das sind halt, wie gesagt, einfach irgendwelche Zeiten von damals. Das ist einfach so gewesen. Ich sag mal, mein Schaden soll es nicht gewesen sein, weil im Vergleich zu einigen von dem, was ich da mitbekommen habe von meinen damaligen Mitschülern,
ist mein Leben ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht weiter verlaufen. Und ich hoffe, deiner Klassenkameradin geht's da ziemlich gut, dass sie jetzt nicht irgendwie davon irgendwas übel dann abgekriegt hat oder als chronische Leiden dann bekommen hat. Also wirklich unter aller Sau. Aber es ist es halt leider öfter mal. Hier mal ein bisschen weitermachen noch. Also ich wundere, bei mir ist es hier immer so leicht chaotisch. Mal mache ich es so, dass die Layer sofort in mehreren Ordnern unterteilt sind, manchmal halt nicht. Okay. Meinst du so eine Anstalt oder ins Krankenhaus? Ich weiß trotzdem echt heftig. Wegen Hobby. Also weil ich jetzt hier nicht vorgezeichnet habe, aber hier beim Pony mache, sind hier diese kleinen Unebenheiten. Ah, okay. Ja, ich weiß nur, bei uns ist eine Lehrerin später mal, nachdem wir unseren Schulabschluss hatten, in die Klapse gekommen. Also bei einer Lehrerin sage ich gern Klapse, weil bei einer Schülerin, die da so Probleme hatte, das ist doch eher. Naja. War schon krass. Wie gesagt, hier dieses Gezuppel mache ich, weil halt eigentlich besteht es alles aus einzelnen Härchen. Ne? Kennt man ja selber in seinen eigenen Haaren. Und da gibt es halt nicht mit so glatt. Sondern es ist eigentlich alles immer irgendwo leicht gezottelt. Selbst frisch vom Friseur. Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Friseuren, weil ich nicht so oft da hingehe. Vielleicht so einmal in 10 Jahren. Den Rest mache ich selber. Aber das ist ja eigentlich hier Standard. Kann man ja bei sich selber ganz gut beobachten. Okay. Ja gut, warum nicht, ne? Aber es war jetzt nicht hier zu Karneval oder so oder zu irgendeiner hier Verkleidungsaktion bei euch in der Schule. Es war wirklich ganz normaler Tag und dann kamen die mit einem Naruto-Kostüm an. Also ich denke mal, das Tuschen werden wir heute auch nicht fertig kriegen, so wie ich mir das von der Uhrzeit jetzt angucke. Weil da werden uns die Blümchen allein schon sehr viel Zeit kosten. Okay, kein anders. Ja, dann muss man ja mindestens sagen, Hut ab. Den Mut hat echt nicht jeder. Aber die Frage ist natürlich immer, war es ein Mut aus Verzweiflung oder hat sie es überhaupt so wahrgenommen? Aber trotzdem, ist krass.
Ich merke langsam, dass ich vergessen habe, mein Handschuhchen anzuziehen. Also für alle, die mich vielleicht mal auf einer Convention sehen, die werden sehen, dass ich immer so einen kleinen schwarzen Handschuh anhab. In meiner rechten Hand. Der auch eigentlich nur einen Handballen, also hier die Handkante an der Seite, und meinen kleinen und meinen Ringfinger einhüllt. Der Rest ist frei. Also den ziehe ich auch bei traditionellen Zeichnern, einfach weil es dann weniger schmiert, weil Haut halten. Und ich merke halt gerade, dass ich den nicht anhab, weil mit dem Rumschmieren hier die ganze Zeit auf dem Tablet so langsam mein Finger sagt, das zieht langsam ein bisschen. Aber die halbe Stunde, die halte ich auf jeden Fall noch aus für euch. Das ist kein Problem. Ich meine, ich halte auch noch sogar 3-4 Stunden aus. Das kenne ich ja von mir auch so, dass ich das oft vergesse. Ja, ja, es gibt ja verschiedene Arten, sich zu maskieren. Also es gibt natürlich Leute, die einfach sich gänzlich anders verhalten, als sie eigentlich sind. Also Schauspieler den ganzen Tag. Und es gibt dann scheinbar auch Leute, so wie du es beschreibst, von deiner Klassenkameraden, die auch wirklich physisch in eine andere Haut schlüpfen. Also jetzt nicht wirklich, du weißt, was ich meine. ja, ich meine, dass nach hinten losgegangen ist, war ja irgendwo, sag ich mal, klar, ne? Ich meine, ihr wahrscheinlich nicht. Aber gut. Ich hoffe auf jeden Fall für sie, dass sie jetzt, wenn sie wirklich noch in der Anstalt ist oder dann auch wieder nicht, dass sie halt für sich ihre Mitte im Leben gefunden hat. Dann mit sich selber und halt mit allen anderen Dingen dann besser klarkommt. Weil ich meine, so krass es halt auch klingt, ne, aber also von der Story her ist halt keine Lösung. Ja, pass auf. Physisch in eine andere Haut, da gibt's einen Horrorfilm. Der ist, glaube ich, ist das von Lovecraft gewesen? Jedenfalls, den habe ich damals mit meinem damals Freund, ja jetzt Mann, bei ihm halt geguckt. Und dann ging es halt natürlich auch darum, von wegen, dass da so eine, irgendwie so eine... Es waren halt Leute aus dem Meer, so alienmäßig aus dem Meer, die, warum auch immer, ich weiß echt nicht mehr warum, von zufällig gestrandeten Leuten dann gerne mal die Haut, ne, abgezogen haben, zumindest halt so die Gesichter, und dann die sich selber umgestülpt haben, um halt Menschen zu sein. Und jetzt aufgemerkt, dieser Film heißt Dagon und mein Kater heißt Dagon, mein Kleiner. Ja, ich sag mal, man muss ja eigentlich nicht unbedingt eine abgeschlossene Ausbildung haben. Also, wenn sie als Mutter leben möchte, dann braucht sie nicht extra eine Ausbildung, weil du kannst das ja nicht ausbilden, sondern Mutter zu sein, das ist man dann halt einfach. Also, warum nicht? Ich meine, so hier Akademiker und so, das braucht man gar nicht so viel, wie immer angepriesen wird. Wir haben ja jetzt schon ganz viele Leute, die jetzt nicht wissen, was sie mit ihrer Ausbildung und Studium und Co. machen sollen. Und dann kommt manchmal irgendein Schwachsinn bei rum. Aber solange sie happy ist und entsprechend jetzt nicht mehr versucht, jemand anders zu sein, dann ist doch alles perfekt. Ups, so hinten reingestellt. Mehr als bis dahin sieht man das eigentlich eh nicht.
Weil da kommen ja dann Blümchen hin. Ich glaube, man besser versteht, dass das hier hinten eigentlich weitergeht. Mache ich hier nochmal. Ja genau, wenn sie halt so glücklich ist. Ich meine, wer sind wir, ihr Leben zu verurteilen, ne? Also. Was ich hier gerade simuliere mit denen, das ist natürlich immer so eine Stilsache. Und da ich in Anführungsstrichen mit dieser Art aufgewachsen bin, das halt, ne, eigentlich sind die Haare ja jetzt kein fester Klumpen. Und also somit ist jetzt nicht, dass irgendwie alles wegzumachen wäre, aber die sind jetzt auch nicht so durchsichtig, dass man jetzt wirklich das als eine komplette Linie durchziehen kann. Sondern. Das ist dann hier in dem Fall, dass natürlich dann das so ein bisschen durchschimmert, aber natürlich auch mehrere verdichtete Haarsträhnen dazwischen sind, die dann auch das wirklich ein bisschen, ja, überdecken. Und das ist halt so das, was das hier simulieren soll. Also für alle, die sich mal gefragt haben, warum man dann nur so einen komischen Strich da reinmacht, aber ich denke mal eigentlich, dass man sich das selber schon erklären konnte. So. Machen wir hier noch eben weiter. Ich weiß, das sollte eigentlich so vom Grünzeug sein. So, machen wir da weg. Und machen hier die Strähnen richtig. Also ich mache das jetzt auch nur grob, weil man ja eigentlich gar nichts davon sehen kann. Besteht natürlich allein schon durch die Lücken dazwischen immer die Option, dass doch was durchschimmert. Und da wäre es natürlich ein bisschen ja, unvorteilhaft, wenn da plötzlich so ein Stück Glatze dazwischen hängt. Wenn denn die Person eigentlich gar keine Glatze haben soll. Ich meine, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Stelle. Ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig eine glatzköpfige Figur gezeichnet. Die hatten alle irgendwie dann. Entweder war es halt glattes Haar oder es war dann immer nur als Gerüst. Oh, das war mal hier weg. Das sieht komisch aus. Ja, das sieht schon eher gut aus. Auch nochmal so ein Übergang hin. So.
aufgefallen, ich habe hier gedacht, die Strähne war offen. Aber das kann man immer schön korrigieren. Dann machen wir hier mal los. Ups. So, da das hier überhaupt nicht durchsichtig sein soll, das jetzt alles weg. Ich hätte das vielleicht vorher nicht tuschieren brauchen, aber also tuschen brauchen. Aber sicher ist sicher. Muss auch echt beim digitalen Zeichen darauf achten, dass man sich nicht zu sehr in irgendwelche Details verliert, die man im Endeffekt dann eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Das passiert mir persönlich auch immer so häufig. Dann verbringe ich da teilweise wortwörtlich Stunden an Details und sobald man rauszoomt, merkt man so, jetzt hätte ich mal sparen. Man sieht es einfach nicht. Bei zum Beispiel dann fertigen Drucken und ähnlichem geht das halt komplett unter. Und man zeichnet ja teilweise wirklich dann so im, sag ich mal, Makrozentimeterbereich, wenn man auch mal dann die kleinsten Einheiten so schimpft. Dass es dann, wie gesagt, wirklich keinen Sinn macht, extra so weit reinzusuchen. Jetzt will ich hier ein bisschen. Mit Details auch nicht zu viel machen. Das machen wir alles später auch mit den Kolorationen dann. Thank you.
höre die ganze Zeit durch die geschlossene Tür von meinem Kämmerlein, wie die Jungs nach mir rufen. Schon so ein bisschen gemein. Aber das, die paar Minuten halten sie auch noch durch. Ich war die ganze Zeit so schön brav leise da drüben, also im Wohnzimmer. Wie haben wir das dann gemacht? Zwei kleine und eine große, okay. So, jetzt sehe ich es auch. Ich meine, dieser Schmuck hier macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Der würde in der Realität überhaupt nicht funktionieren, aber das interessiert ja eh keinen. Das ist ja hierfür total egal. Das ist eigentlich gerade das Schöne. Das ist mal was anderes. Ich bin gespannt, ob ich dann nächste Woche noch weiß, was ich hier mit den Haaren meinte. Vielleicht markiere ich mir das einfach gleich ein bisschen, so als Erinnerungsstütze. Was da jetzt zu viel ist, rate ich jetzt einmal da raus. Wo ich mir jetzt die letzten Minuten hier eigentlich gerade eingefallen. Das mache ich eigentlich ungern hier, die so eine Strähne hier Stück für Stück und damit radiert und also weggemacht und es hat immer so ein bisschen was, ne? Also sieht man hier zum Beispiel, es gibt hier keinen richtigen Übergang dann dazu. So irgendwie so ein bisschen so Frankenstein-Methode, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und das kann dann manchmal dann doch ein bisschen, ja, doof aussehen. Sieht hier jetzt gerade ganz gut aus. Denke ich mal. Willkommen zu Hause. Ja, wenn du die Uhrzeit, also hast du die Waschmaschine bei dir zu Hause drin oder musst du dafür in den Keller gehen? Weil sonst könntest du um die Uhrzeit ja langsam ein bisschen doof werden mit dem Wäschewaschen. Laut oder habt ihr so hellhörigen Wände? Aber wir waschen unsere Wäsche auch immer einmal die Woche. Wir sind so kackendreist und machen das sonntags. Und unsere Waschmaschine steht im Keller. Das sind aber die einzigen, die mit einem eigenen Stromanschluss da sind. Also die anderen Maschinen, die da stehen, sind von dem Vermieter. Und da hat auch, glaube ich, mein Mann mir berichtet, letztens einer irgendwas, oh, was war denn das?
dagegen getreten, also kaputt gemacht oder so? Ich weiß nicht mal. Nee? Also, wir machen das immer so, dass wir die Wäsche, die wir unbedingt am nächsten Tag noch anziehen oder dann anziehen müssen, wenn wir nicht eh schon irgendwas haben, die hängen wir über die Heizung. Ich meine, die heizen jetzt natürlich jetzt nicht überall in der Bude, also im Schlafzimmer zum Beispiel nicht. Aber so im Wohnzimmer, die hängen dann da über der Heizung und dann kann man die am nächsten Morgen schön kuschelig warm anziehen. Echt dich? Heizen dann die Omas und Omas über dir oder Omas und Opas? Oder sitzt jetzt wirklich bei dir in der Bude mit Pulli, Jacke, Eiskakao? Weil sag mal, für die Möbel ist es ja eigentlich auch nicht so gut, ne? Gar nicht zu heizen. Ich sag mal, zum Schlafen sind auf jeden Fall so 17 bis 19 Grad ganz gut. Für Räume, in denen man wach lebt, sollte es dann doch aber eher mehr sein. Aber wenn es dir so genehm ist, dann warum nicht? Ich meine, wir haben jetzt auch jetzt zur Winterzeit jetzt nicht mehr so viele Minusgrade in den letzten Jahren und so. Sollte deine Wohnung ziemlich sicher sein vor Schimmel oder ähnlichem. Sollte man übrigens auch öfter mal machen, wenn man digital zeigt, einfach mal die Skizze ausblenden und gucken, was man eigentlich hier verzapft hat. Das sieht eigentlich gar nicht mal so tragisch aus. Ja gut, eine Katze sollte das generell abkönnen, weil die sind ja auch eigentlich an der Welt draußen gewohnt. Bei Kaninchen weiß ich echt nicht, ob die Heizung brauchen, weil die haben ja eigentlich auch Fell und viel Speck. So. Machen wir noch die Hörnchens, wobei ich glaube, das schaffen wir definitiv nicht. Minuten. Hm. Jetzt müssen wir
wir mal im Detail überlegen, wie wir das machen wollen. Mehrere Minuten lang genießt. Das klingt natürlich nicht so gut. Da würde ich aber euch nichts riskieren wollen. Wie gesagt, eigentlich sieht man auch hier von den Ansätzen nicht allzu viel, aber... Nein, ich spreche den Satz nicht zu Ende, ich will mich nicht wiederholen. Hoppala. Ich komme mir tatsächlich manchmal an die Tasten von dem Stift, wo extra eingestellt ist. Ja, hier Pipette und Griffel da. Und das einfach nur wegen dem... weil ich den Stift ab und an mal hier in meiner Hand rotiere, damit ich auch in die Radierfunktion drankomme. Also, ich sag mal, Licht braucht eine Katze nicht, um sich wohl zu fühlen. Nicht wirklich, also... Das sind die Jäger der Dämmerung. Die schlafen 16 Stunden. Die brauchen kein Licht, also nicht irgendwie extra hier Beleuchtung und tralala. Und ja, definitiv, es sind halt Tiere, die haben Fell. Die können so ein bisschen was ab. Man darf sie auch ja nicht zu warm machen, sonst gehen sie dir auch noch ein. Ach so, übrigens, ne? Hier, kleines Update. Der Bal zittert immer noch. Wir waren beim Tierarzt. Und natürlich jetzt nicht irgendwie hier sofort Bluttest und sowas gemacht. Sondern ist auf jeden Fall keine Parasiten. Und wir haben noch mal ein bisschen überlegt. Vielleicht ist er auch einfach nur ein bisschen erschöpft, weil wir haben ihn so ein bisschen beobachtet. Er schläft gar nicht so viel, also im Vergleich zu seinem Bruder weniger. Und ich habe eben in der Pause gemerkt, er ist sofort auf die Beine, sobald ich irgendwie wieder da bin. Und vielleicht ist er da einfach nur ein bisschen unruhig. Jetzt wollen wir mal überlegen oder gucken, ob wir mit dem Tierarzt nochmal sprechen. Es ist ja sowieso langsam so weit, dass die beiden kastriert werden. Aber es kann sein, dass dann durch die Kastration so ein bisschen mehr Ruhe bei ihm einkehrt, er dann dadurch nicht mehr so erschöpft ist, genügend Schlaf bekommt etc. und das dann vielleicht aufhört. Weil so an sich, er hat auf jeden Fall kein Fieber oder sowas. Was nur eine Möglichkeit wäre, so als tragische Sachen wären halt dann... Möglichkeit auf Diabetes, Schilddrüsendysfunktion oder dass mit den Nieren irgendwas nicht stimmt. Das wären halt Sachen, die müsste man vielleicht dann auch noch entsprechend mal abklappern, weil wenn er Diabetiker sein sollte, dann müsste man auf jeden Fall das schnell genug wissen, denn nicht erst ewig warten. Ja, also ich sag mal, so oder so wird's schon. Also entweder es geht weg, oder es bleibt und wir müssen einfach damit klarkommen. Also das muss nicht so einen Kopf drum machen. Oder im Idealfall erst so in 20, 30, 40, 50 Jahren ist er dann eh unter der Erde. Mein Freund werde ich mich auf jeden Fall nicht. Das hat schon bei meinem Odin ja so ein leichtes Problem damit, dass er plötzlich einfach weg war.
die erste Paranoia, die ich hatte, weil ich ja das Erlebnis mit Odin hatte, ist weg. Ja, ich mag's gerne, Rekorde zu schlagen. Der wird 50 und älter. Der wird mich beerdigen, so. Das ist Fakt. Mein Fakt. Nein, kennt man ja, ne? Am liebsten hätte man eigentlich, dass die Tiere einen überleben. So, ab und an habe ich noch nicht so ganz drin mit der Neufall, ne? Tastenbelegung. Okay. Ja, das ist halt zum Beispiel das, was ich meinte mit dem, ne, mit dem Horn. Das ist so ein Mix aus Geweih, was ja eigentlich relativ sehnig ist, weil es ja ein Knochen ist. Das hat dann eigentlich immer so diese Musterung. Die ist dann hier so ein bisschen vorhanden, aber halt auch zeitgleich so ein bisschen das Knöchige von, ja, Bäumen geäst. Das ist so ein kleiner Mix. So, wie ich sehe, sind wir gleich im Feierabend. Wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall beim nächsten Stream genau da weiter das mitverfolgen, wie wir hier dann heute aufhören. Ich werde nichts an dem Bild verändern. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ich vielleicht nochmal in den Layern ein bisschen aufräume. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Und könnte alles weiter schön mitverfolgen. Muss dann hier auch wiederholen. Die Minute kosten wir genau aus. Ja. Den einen Zuppel, den machen wir noch fertig. Die 2 Minuten haben wir alle schon mal der Zwischenstand. Genau, Feierabend. Wochenende, Wochenende. Halbzeit vorbei und so. Morgen ist ja schon Sonntag. Alles klar. Ich würde sagen, na, ja, ich habe jetzt schon immer auf das Maximum, weil ich habe jetzt noch ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde und dann gehe ich ins Bett. Also von daher, ewig lange kann ich auch nicht machen, weil wenn ich das mache, dann kommt bei mir alles durcheinander und dann sagt mir mein Körper wieder, ja, jetzt musst du aber jetzt 9 Stunden schlafen. Nein. Das wird vor allem für den Montag dann etwas bescheiden. Ja, wie gesagt. Nächste Woche Samstag. Gleiche Uhrzeit. Gleicher Channel. Wo sollte es auch sonst sein? Machen wir dann das nächste Hörnchen.
und den ganzen Rest mit Eichhörnchen und Hörnchen und Co. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zugucken. Ja, ich bin auch wirklich positiv überrascht, dass wir doch so weit gekommen sind. Alles klar. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, für die, die es halt noch nicht gemacht haben, gerne followen. Für die Leute, die auch gerne auf YouTube das dann gucken, gerne da auch nochmal ein Like hinterlassen, meinen Channel dort abonnieren. Und auf den Social Media, die ihr da unten im Bild seht, könnt ihr auch entsprechend, wenn ihr möchtet, mir ein Follow dalassen oder mir auch Grüße dalassen oder halt euch da so ein bisschen durchscrollen, was ich da habe. Alles klar. Ich würde sagen, noch einen schönen Samstagabend. Genießt das Wochenende und bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.